Wir sind immer noch da, live auf dem Bundesplatz in Bern. Der Klimatag im vollen Gange. Und jetzt kommt es zu einem weiteren Highlight oder vielleicht sogar zu einem Höhepunkt, nämlich zur Bekanntgabe des Zukunftspreises, die Bekanntgabe des Namens der Heldinnen des Klimas quasi. Das in Kürze. Ich möchte noch zwei, drei Sachen erläutern zu diesem Zukunftspreis. Dieser Schweizer Zukunftspreis ist Teil der Mission Zero der AEE Swiss und wird eben im Rahmen des heutigen Nationalen Klimatages vergeben. Er zeichnet Menschen und Organisationen für ihr Engagement gegen den Klimawandel aus. Um den Schweizer Zukunftspreis 2021 unter dem Motto Wirtschaft im Klimawandel haben sich mehr als 30 Unternehmen, Unternehmensgründerinnen, Start-ups, Teams und Einzelpersonen beworben. Natürlich braucht eine Preisvergabe auch eine fachkundige Jury, die alle Eingaben objektiv und kompetent bewertet. Hier sehen wir die Jurorinnen im Bild. Sie alle haben sich ins Zeug gelegt, um festzustellen, wer diesen Zukunftspreis denn auch wirklich verdient. Spannend. Ja, es wird spannend. Die Jury hat aus 36 Bewerbungen unten stehende Finalisten für das Public Voting ausgewählt. Das Public Voting ist jetzt 20.30 Uhr geschlossen. Und Sie werden erfahren, wer den Schweizer Zukunftspreis gewinnen wird. Melanie Fremont wird Ihnen das bald verkünden. Ich möchte aber zur Bekanntgabe der Gewinner vorher auch noch jemanden Wichtigen bei uns begrüßen, nämlich den Leiter Focus at 2025 Plus. Es ist Karl-Martin Wies von der Berner Kantonalbank. Denn normalerweise interessieren sich Banken ja für Unternehmen, die bei ihnen Kredite aufnehmen oder die in ihre Kunden investieren können. Im Fall des Schweizer Zukunftspreises ist das nicht so. Hier soll nicht nur das wirtschaftliche Potenzial soll das den Ausschlag geben, sondern vor allem der positive Beitrag auf das Klima und die Umwelt und die gesellschaftliche Akzeptanz, die sie mit ihren Lösungen erreichen. Ich begrüße jetzt also endlich, er steht schon ein Weilchen hier, den Leiter Focus at 2025 Plus. Es ist Karl-Martin Wies. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Warum unterstützt die BEKB den Schweizer Zukunftspreis? Ja, danke für die Frage. Die BEKB hat drei Werte, die sie im Alltag lebt. Das ist Vertrauen, das ist Nachhaltigkeit, das ist Engagement. Ein Tatbeweis dieser Ausrichtung ist der BKB-Förderfonds. Mit ihm unterstützen wir Projekte von gesellschaftlicher Bedeutung, von der gemeinnützigen Ausrichtung. Und der Zukunftspreis, da sind wir überzeugt, ist so eine Kommunikationsform, die innovative Firmen, innovative Projekte als Leuchtturm mit Strahlkraft in den Vordergrund rückt. Das ist der Grund. Sehr schön. Und wie beurteilen Sie die eingegangenen Bewerbungen? 36 Bewerbungen wurden eingereicht. Ich staune immer über die Kreativität, ich staune über die Kraft, die dahinter steckt, die Professionalität, die die einzelnen Teams auch an den Tag legen. Wir sind begeistert von vielen Firmen, die sehr breit irgendwo zum Teil ganz neue Entwicklungen vorantreiben, zum Teil aber auch bewährtes, das schon lange auf dem Markt ist, in eine neue Form bringen. Und da ist viel Mut dabei. Es geht immer um Unternehmertum und Wirtschaftlichkeit. Ja, großen Respekt vor diesen Teams. Also ein bunter Blumenstrauß an Innovation, könnte man sagen. Jetzt hat die Jury bewertet und juriert und den Gewinner, die Gewinnerin bald bekannt gegeben. Hatten Sie denn Ihren eigenen Favoriten? Ja, es ist so, eine Firma kommt aus dem Quad bei Thun, oder? Das ist natürlich naheliegend, dass da ein spezieller Faktor noch dabei ist, ein Sympathiefaktor. Nein, aber alle hätten verdient zu gewinnen, alle haben Top-Leistungen erbracht. Jetzt steuern wir ja direkt dann nach dem heutigen Tag auf den Klimatag 2022 zu. Auch da wird wieder ein Klimaheld, eine Klimaheldin gesucht. Was würden Sie denn den Unternehmungen raten, damit sie sich in die Finalisten quasi hocharbeiten können? Ja, mein Tipp ist, vernetzt euch. In jedem Lebensraum gibt es Standortförderung, es gibt viele Expertinnen und Experten, es gibt bewährte Partner, es gibt nachhaltige Firmen, wie die BKB auch ist. Und ich glaube, der zentrale Faktor ist die Vernetzung. Frühzeitig sich Hilfe holen, sich austauschen untereinander, miteinander. Dieser Geist, der ja schon seit einiger Zeit gelebt wird, das ist ein Schlüsselfaktor zu schnellen, guten Lösungen. Kooperation auch in dieser Hinsicht. Vielen herzlichen Dank. Besten Dank. Und alles Gute. Gute für Sie und vielleicht Danke. Bis im nächsten Jahr. Karl-Martin Dank. Wies, vielen herzlichen Dank. So, und nun, Melanie, kommt der große Moment. Richtig.
die Preisverleihung. Ganz genau. Sie waren 36, heute Abend sind Sie nur 3 Finalisten. Und wer sind diese Finalisten? Also jetzt gucken wir das genau. Also, erste Finalist ist DHP Technology. Wir haben einen Film. Film ab. Ich bin dankbar, in so einem schönen Land zu wohnen, dass sich unseren Lebensraum verdichtet, wenn wir Antworten darauf geben, wo die Energieerzeugung ihren Platz findet, ohne Raum und Boden zu belasten. Die Idee ist inspiriert von den Möglichkeiten, die sich durch die Verwendung von Seilen geben, auf denen Solarmodule gedreht werden. Damit können bereits genutzte Flächen ohne viel Stützen einfach überspannt werden. Die grösste technische Herausforderung ist es, all die dazu notwendigen Disziplinen unter einen Hut zu bringen. Wir entwickeln unsere Ziele zusammen im Team, teilen sowohl Erfolg als auch Rückschläge. Dabei sind wir ehrlich, respektvoll und wertschätzender Einsatz. Gestalten, entfalten, verantworten. Das Solarfaltdach symbolisiert die Zukunft der Energiegewinnung und ist heute da, um die Zukunft einzuläuten. Ressourcen schonen, lokal, schön und vernetzt mit anderen Technologien. Das war DHP Technology mit wunderschönen Lösungen. Jetzt gehen wir weiter und entdecken wir LED City. Es motiviert mich, mit einem gleichgesinnten Team an einer grossen Herausforderung zu arbeiten und mit vollem Tatendrang vorwärts zu kommen. Uns ist aufgefallen, dass es im Bereich der Beleuchtung ein riesiges Einsparpotenzial gibt, das heutzutage noch nicht wirklich genutzt wird. Wir wollen den Energieverbrauch von Gebäuden minimieren und so den Klimawandel bremsen. Unsere grösste Herausforderung ist es, in einem relativ trägen Umfeld der Immobilienbranche Innovationen hineinzubringen. Durch viele kleine Schritte kommt man sehr schnell voran und plötzlich ist man weiter, als man gedacht hat. Wir sind ein agiles, innovatives und effizientes Unternehmen, das einen positiven Beitrag leisten will. Das Unternehmen ist nicht einfach gegründet worden, um ein weiteres auf dem Planeten zu haben, sich finanziell zu bereichern, sondern wirklich einen positiven Impact zu leisten. Je grösser und erfolgreicher das wir werden, je mehr Energie können wir einsparen. Positiver Impact, Energie sparen, das war LED City und jetzt entdecken wir unsere letzte Finalist. As we say in English, last but not least, dritte Finalist ist 3S Solar Plus AG. Ich liebe die Natur, Begegnungen mit Menschen und dass ich jeden Tag Neues dazulernen kann. Wir bei 3S tragen jeden Tag mit unseren Produkten dazu bei, dass die Klimawende möglich wird. Gebäude sind für 40% der CO2-Emissionen verantwortlich. Mit unseren solaren Bauprodukten ermöglichen wir, dass Gebäude CO2-frei werden können. Und das sieht erst noch schön ausgesehen. Schon früh ist mir bewusst worden, dass wir ein Klimaproblem haben. Ich wollte dort etwas Sinnvolles schaffen und etwas machen. Seit 2001 darf ich meine Berufung leben. Mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren wir hier in der Schweiz solarästhetische Bauprodukte. Das Megaslate Solardach ist geboren. Ein schönes ästhetisches Solardach und ihr produziert euren eigenen Strom, setzt ihn für die Elektromobilität ein oder für tiefere Stromrechnungen. Begeisterung von unseren Kunden treibt uns an, innovativ, leidenschaftlich und nachhaltig Produkte zu entwickeln, mit dem Ziel, dass unsere Kinder auch ein cooles Klima haben und eine coole Welt.
innovativ und nachhaltig produzieren. Das war 3S Solar Plus AG. Also die drei Finalisten, sie sind nicht mit uns hier, aber wir haben diese Finalisten. Jetzt schalten wir zusammen. Also erste Finalist jetzt ist Gian Andridiem und Andreas Ügli von DHP Technology. Können Sie uns hören? Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich habe eine Frage für ihr beide. Warum haben Sie sich um den Schweizer Zukunftspreis 2021 beworben? Und das wird sicher mit einigem Aufwand verbunden und Sie brauchen ja Ihre volle Konzentration für Ihr Unternehmen. Ja, wir sind der Meinung, dass das ehrgeizige Klimaziel von der Energiestrategie, wo ja die Photovoltaik einen sehr wichtigen Baustein ist, nur zu erreichen ist, wenn man alle Möglichkeiten auslotet. Und neben den Dachflächen und den Freiflächen gibt es eben sehr viele Infrastrukturen und asphaltierte Bodenflächen, die ebenfalls genutzt werden können. Und das bieten wir mit dem Solarfalldach an. Und deshalb haben wir uns beworben, damit wir diese Anwendung zeigen können, zeigen dürfen hier auf dieser Plattform und hoffentlich damit auch einen Beitrag leisten dürfen an die Energiewende und an das Erreichen des 2050-Energieziels. Merci vielmals für diese Antwort. Wir gehen weiter mit der zweiten Finalist. Eine Frage an Patrick Deuss von Let's City. Wir haben eben Ihren Bewerbungsfilm für das Public Voting gesehen. Wurde darin alles gesagt oder würden Sie heute Abend möglicherweise noch etwas ergänzen? Ja, gute Frage. Also ich denke, es ist wichtig, hier in diesem Bereich auch ein bisschen zu sensibilisieren. Ich glaube, heutzutage die LED-Technologie ist entwickelt. Wichtig ist jetzt auch zu kommunizieren, dass es weitergeht. Man kann mit Sensorik noch viel mehr Energie einsparen. Und wir reden hier von 50-70% der Energie, den wir weiter noch einsparen können als rein mit LED. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man die Gebäude weiter saniert, vorwärts macht, den Lösungen gibt. Sie sind bezahlbar, sie rendieren. Ich glaube, das sieht man auch bei allen, die heute hier dabei sind. Ja, und bedanke mich sicher, dass wir dabei sein können. Perfekt, danke vielmals. Und jetzt mal meine letzte Frage an Patrick Offernoser von 3S Solar. Das diesjährige Motto des Schweizer Zukunftspreises lautet Wirtschaft im Klimawandel. Was bedeutet Wandel spezifisch für Ihr Unternehmen? Also wir sehen uns als Teil des Wandels und für uns ist das eine Chance, auch für unsere Kunden, dass wir eben Dächer, die sonst nichts machen, Energie produzieren können, Fassaden, Balkone und mit den Firmen, die heute im Final sind und sicher mit allen anderen Bewerbern. Wir haben Technologien in der Schweiz und wir haben Lösungen. Und der Preis ist für mich auch eine Ermutigung an alle Jüngeren, den Mut zu haben und da mitzumachen und Teil der Wende zu sein. Merci vielmals für diese Antworten und jetzt wird es wirklich spannend. Ich muss noch sagen, insgesamt wurde über 1800 Stimmen abgegeben vom Publikum, das ist schön. Aber wer ist jetzt der Gewinner? Wir wollen wissen, ich frage die Regie. Schicken Sie uns die Bilder, bitte. Ja. Also die Gewinner. DHP Technology. DHP Technology mit Gian Andridiem, Andreas Ügli. Also herzlich Gratulation, das ist wirklich super, das freut mich sehr. Ein kleines Comment. Danke vielmals. Also was bedeutet der Preis? Was bedeutet der Preis? Es ist eine wunderbare Anerkennung für das, was wir hier machen und für unser Team. Und dass wir hier diese Aufmerksamkeit bekommen und wir danken einfach allen, die sich da engagiert haben, gewotet haben für uns und uns jetzt ermöglichen, hier diesen Preis entgegenzunehmen. Danke vielmals, Patrick, für
dass wir da dabei sind. Und ja, ich glaube, der Preis gehört ein bisschen aus allen. Merci vielmals. Ja, genau. Sowieso eine herzliche Gratulation an alle Finalisten und alle Teilnehmer. Danke für Ihr Engagement. Und jetzt noch eine super important, super wichtige Info. Aufgrund des großen Engagements der Bewerber hat sich die Jury entschieden, einen Sonderpreis zu vergeben. Und diesen erhält Reto Ringer. Er ist leider nicht mit uns, mit seinem Team von Globalance für seine Innovationskraft, seine Ausdauer und seine Erfolge, um nachhaltiges Finanzieren nicht nur für institutionelle Anleger, sondern auch für Private möglich zu machen. Wir haben jetzt einen Film. Film ab. Guten Tag. Mein Name ist Reto Rinker. Ich bin Gründer und CEO von Globalance. Ich bin mit Leib und Seele Unternehmer und meine unternehmerische Leidenschaft ist die Verbindung von Nachhaltigkeit und Finanzmärkten. 1995, vor über 25 Jahren, haben wir den weltweit ersten nachhaltigen Vermögensverwalter SAM Sustainable Asset Management gegründet und mit Dow Jones zusammen den Dow Jones Sustainability Index lanciert. Dieser Index war im Finanzmarkt ein erster wichtiger Meilenstein für Nachhaltigkeit. Vor 10 Jahren gründeten wir Globalance, eine Bank, die in nachhaltige und zukunftsorientierte Unternehmen investiert, die helfen, die globalen Herausforderungen zu lösen. Unsere Kundinnen und Kunden können damit mit ihren Anlagen Teil der Lösung sein. Unsere Welt ist nicht nur ein Marktplatz, sondern auch ein Lebensraum. Und deshalb ist es wichtig, dass der Finanzplatz auch Teil der Lösung ist. Die Klimahelden 2021 werden ihren Preis im Herbst entgegennehmen, wenn man sich öffentlich wieder uns besorgt, wie sich treffen kann. Also ich sage auf Wiedersehen und noch einmal Dankeschön und herzliche Gratulation an alle für heute Abend. Wiedersehen. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss, auf Wiedersehen. Und jetzt noch zur Info, die Preisträgerinnen und weitere Platzierte mit ihren Lösungen gegen den Klimawandel sind auf www.zukunftspreis.ch oder en français prixdelavenir.ch zu finden. Wir möchten uns bedanken bei der Jury und den Partnern, die sind auch sehr wichtig, Mercer, SAP Schweiz, BEKB, die den Schweizer Zukunftspreis 2021 möglich gemacht haben. Und noch ein herzliches Dankeschön, einen großen Dank an Eva Manger-Wiemann und Christoph Treichler von KDA für ihre Unterstützung bei der Durchführung des Schweizer Zukunftspreises 2021.